Hallo und recht herzlich willkommen. Hier ist der Icebox von Icebox HD. Wir sind in Kyrat unterwegs und wollen immer noch einen Außenposten befreien in dieser Folge, bevor es hier dann wieder richtig rund und zur Sache geht. Alter! Gib mir mal das Schützengewehr hier. Wo bist du? Das ist auch meine. Hat da eine Granate geschmissen. Ich fasse es ja nicht. Dürften jetzt alle erledigt sein, oder? Halten zum Durchsuchen. Rupien. So, du bist ja auch ein Toter, ne? Auch mal ein bisschen Kohle. Eine Opiumkugel. 600 Meter in diese Richtung. Und ich bin gespannt, was wir unterwegs alles treffen werden. Was für Tiere, was für Menschen, was für Adler uns anfallen werden. Was ist das denn da? Ist das ein Stausee? Sieht fast so aus, ne? Wie ein Staudamm. Und das dort ist unser Ziel. Man erkennt es am Rauch, der aufsteigt. Dass es nicht unbedingt was Gutes ist. Wir könnten natürlich auch einen Elefanten nehmen und darüber reiten. Was halten wir denn davon? Elefantenreiten haben wir doch gelernt, oder? Ja. So. Komm schneller, kleiner Benjamin. Jetzt detzel ich mir hier wahrscheinlich tierisch den... ich habe gedacht, ich würde mir da jetzt tierisch den Kopf anhauen. Haha. Komm her, Benjamin. Jawohl. Dankeschön. Mein kleiner Freund mitgeholfen. So, hier oben sind wir auf jeden Fall auch vor den Hunden sicher. Was denn? Gibt's ja wohl nicht. So. Ja, vor den Elefanten haben sie alle Angst. Karte. Rothundgebiet. Nee, da kommen wir nicht lang. Komm, Benny, zurück. Wir sind hier mitten im Rothundgebiet, das gefällt mir gar nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir auf einem Elefanten sitzen. Und wir wollen ja auch immer noch den Außenposten befreien. Zack, zack. Ich würde halt gerne überhalb des Außenpostens rauskommen. Kommen die jetzt eigentlich nachgelaufen hier? Nein, das ist mein Elefant, der so einen Krach macht. Das heißt, wir gucken mal. So, was gibt es hier? Das scheint ein Wilderer zu sein. Noch habe ich halt kein probates Mittel, um die Rothunde von mir fernzuhalten. Ach komm, du kommst doch da hoch, oder? Nein. Nix kann er. Aber das kann er richtig gut. So, wir sind oben. So.
Saugut. Ich könnte natürlich mit dem Elefanten da reinstürmen. Andere Elefanten noch zur Hilfe rufen. So. Das ist der Alarm. Und den möchte ich diesmal ungern auslösen. Da hinten ist auch ein Elefant. Mein Freund, der Elefant. So, haben wir hier noch mehr? Ja, haben wir. Insgesamt eine ganze Menge viele. Schön wäre es ja, wenn da drin wieder irgendwo ein knackiger Bär oder sowas wäre. Den wir da einfach draufjagen könnten. Das würde mir persönlich am besten gefallen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, als ob wir da einen Bären im Camp hätten. Ich kann fünf kann ich ausmachen. 1, 2, 3, 4, 5. In 100 Metern Entfernung. Alter, da kann ich doch mit dem Pfeil niemals drauf schießen. Und wo ist dieser Scheißalarm? Ich kann auch einen Köder nicht so weit schmeißen. Da ist der Alarm. Ja, wir brauchen einen Plan. Brauchen wir einen Plan. Steigen wir erstmal von dem kleinen Benjamin ab. Und schleichen noch ein bisschen näher ran. Das Schöne ist, es ist dunkel. Ja, wir haben noch Nacht. Und da kommen wir hoffentlich relativ nah dran. Ah, da ist ja noch einer. Ja. Was haben wir denn im Moment an Wurfgeschossen ausgewählt? Wir nehmen mal die Köder. Wir müssen es einfach mal probieren, ne? Da mal einen schönen fetten Köder reinschmeißen. Und hoffen, dass... Und hoffen, dass ein paar Rothunde ankommen und die Jungs angreifen. Da hätte ich nichts gegen. Joach, wie geil. Da kommt tatsächlich eins. Ah, da oben ist auch noch einer. Oh, ich werde gesehen. Ich muss weg.
Scheiße, es ist keiner von denen erledigt worden. Geil. Geil, 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 geil. Das scheint zu klappen. Den ersten hat er. Ah, der Tiger ist tot. Jetzt kommen beide da oben raus. Einen Köder haben wir noch. So, noch einen erledigt. Ich weiß nicht, was es war. Den habe ich erledigt. Scheißendreck, jetzt gehen die oben rein. Für den König! Hab ich ruf die Verstärkung. Nein! Ich mache den Mörser bereit! Na, da drüben! Er ist da oben! Ah, jetzt. Wo ist der scheiß Alarm? Wir kommen von der Straße. Ah, nee, jetzt sind die da. So, Außenposten befreit. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen wenig gesprochen habe, aber ich musste mich ein klein bisschen konzentrieren. Ich fand die Idee mit den Tieren, die hier reinzujagen, fand ich nicht schlecht. Hat leider nicht so ganz funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber ja gut. Vorgenommen, Außenposten zu erobern, aber mach langsam. Du hast noch viel zu tun, bis die Chancen ausgeglichen sind. Hat halt nicht ganz so geklappt. Amita scheint damit auch nicht so zufrieden zu sein. Wir suchen jetzt erstmal hier natürlich unsere Sachen durch. Außenpostenmeister, befreie den Außenposten, indem du alle Gegner tötest. Bonuspunkte gibt es, wenn du nicht entdeckt wirst oder keinen Alarm auslöst. Ja, hätte ich gerne gemacht. Aber... Der Pleur hat überall Augen in der Gegend. Was haben wir hier? Attentat. Okay, Attentat ist ja eigentlich so genau das Richtige für mich. Das mag ich, ja. Ein Pager und nochmal 13.000. Alter, ich bräuchte langsam echt mal... Da ist nix. Hier ist auch nix. Ich bräuchte langsam echt mal ein bisschen was, wo ich Kohle ausgeben kann.
Eine Blechlunchbox und nochmal 10.000. Jawohl, Alter. Der Flöhr hat überall Augen in der Gegend. Es wird sehr schwer sein, da einzudringen. Wir sollten alle Kopien von Minen halten zum Entfernen. Natürlich wollen wir das entfernen. Noch 9 bis zur nächsten Belohnung. Hier ist dieser Scheißalarm, den ich vorhin gesucht habe. Den ich leider nicht gefunden habe. Fähigkeiten haben wir auch schon wieder. Halten, um Körper zu bewegen. Ich würde ihn gerne. Ich glaube, ich habe ein Loch im Schuh. Hallo, ich möchte gerne meine Waffe wieder haben. Genau. Zack. Halten zum Durchsuchen. Ja, machen wir gerne. Plastiktüte. Shangri-Lager. So, hier drüben liegen noch mehr. Die machen wir natürlich. Die holen wir uns natürlich auch alle mit. Auch du, mein Sohn. Nein, Alter. So, nicht immer Waffe wechseln. Hier. Staubern, sind alles Drogensüchtis. Mann, hier müsste auch noch irgendwo einer sein. Ich habe doch einen hier aus dem Auto rausgeschossen. Die Leute haben hier schon immer Tiere. So, Freunde, ihr dürft die jetzt gerne. Gerne begraben. Hätten wir nichts gegen. So, was hier? Halten, um Körper zu bewegen. Körper wollen wir nicht bewegen. Gehen wir mal hier nach oben. Du kannst auch noch durchsucht werden. Alter Vater. Hier gibt's ja Pirati Royals Zigaretten. Ach, da liegt ja noch einer. Ich fass es nicht. Halten zum Besuchen. Da streiten sich doch schon wieder zwei unten im Keller. Munition. Die Schmuggler, die hier mal lebten, Drogen. So ist die königliche Garde der Welt. Und irgendwo muss es unten noch reingehen. Da ist die Tür. Da ist die Tür. Pirati Royals Zigaretten brauchen wir jetzt nicht. Halten zum Kaufen, Verkaufen. So, wir wollen verkaufen, natürlich. Schnellverkauf, ja. So, ein paar Fälle haben wir noch. Honigdachs, oh, diese Viecher, die gehen mir so auf die Eier. So, kaufen und anpassen. Was haben wir denn hier an Einzigartigem mittlerweile? Was war ja auch theoretisch schon kaufen können und auch mitnehmen können. Stormer 290, Schussfrequenz, Genauigkeit, Schaden. Wir können uns die mal anschauen. Du kannst den Aufsatz dieser Waffe nicht wechseln. Du kannst den Aufsatz dieser Waffe nicht wechseln und die Farbe auch nicht. Ja, nee. Munition nachfüllen. Wir brauchen noch ein paar Pfeile und ein paar Granaten. Und jetzt eigentlich auch 7 Wurfmesser. Wir brauchen dringend Köder. Dringendst Köder. So, Tod von oben. Gelernt. Tod von unten. Auch gelernt. So gehört sich das. Wir brauchen noch ein paar Karma-Punkte. Herstellen können wir im Moment noch nichts wieder. Wir brauchen immer noch Schweine. Yaks. Schweine, ja, Schweine. Schweine. Schweine und Wildschweine. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge mal drum kümmern. Auf dem Weg zu Sabal werden wir dann uns auch um Schweine und Wildschweine kümmern. Aber das, wie gesagt, erst in der nächsten Folge, denn das ist es für heute gewesen. Ich bin für heute raus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr dürft die Folge gerne mit einem Daumen nach oben belohnen. Ihr könnt den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keinen weiteren Teil mehr aus Far Cry 4. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß.